Vielen Dank. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast live. Moritz Neumeier ist da. Mein Name ist Till Reiners und wir haben heute fantastische Gäste eingeladen. Hallo und herzlich willkommen bei Fritz. Wir haben heute eine Talk ohne Gast Live-Sendung. Das Problem ist, Moritz und ich haben auch eine Live-Show, die heißt Schund und Asche. Ja. Und die machen, ja, gibt es ein paar Fans. Waren schon mal. Und das merkt man ganz eindeutig. Also 8 Leute waren schon mal da, haben applaudiert. Und dann haben Menschen gedacht, dann müssen wir klatschen und haben einfach mitgeklatscht. Ja. Das ist eine schöne Energie. Das Problem ist, also diese Schund und Asche-Show ist super, die macht natürlich Spaß, da sind wir auch bald wieder auf Tour. Das ist aber schon, ich will gar keine Werbung dafür machen. Brauchen wir gar nicht mehr. Seidebacher! Jetzt auch live. Worauf ich hinaus will ist, wir sind bei dieser... Das ist unsere Show, wir essen 2 Stunden Müsli auf der Bühne. In ganz Deutschland. Genau, wir sehen jetzt hier gerade schon dieses, nämlich dieses Phänomen von Moritz. Moritz redet sehr viel und ist ein bisschen überdreht. So, das ist, weil das live ist. Ja. So, und bei dieser Schund und Asche Show haben wir das halt eben auch, haben wir so eine Live-Atmosphäre, sag ich mal, ja. Und wir haben da so ein bisschen, man fühlt dann, weil wir beide Stand-Up-Comedians sind, gibt's Gagdruck. Ne, da ist ein Gagdruck. Ist das der Fachterminus? Ja, das ist ein Fachterminus. Ja. So, und jetzt ist aber das Problem, wenn die Leute zu Hause das hören, dann haben die gar keinen Gagdruck. Ja. Ne? Das stimmt. Weißt du, wie ich meine? Das heißt, wir versuchen heute eine einigermaßen reguläre Folge zu machen und wir versuchen das so, das ist jetzt für euch natürlich komisch, ne? Weil sonst bügelt ihr oder, ne? Wenn ihr Talk ohne Gast hört, ne? Sonst hören, ja, da nickt Till jemand, zeigt gerade ins Publikum. Da bügelt jemand oder da macht jemand oder was weiß ich oder macht. Was machst du denn zum Beispiel? Was machst du am meisten, wenn du Talk ohne Gast hörst? Was machst du dabei? Ja, genau, du mit dem Hemd. Nee, du dich da unten. Die erste Reihe. Du, der sich die ganze Zeit umguckt. Genau, jetzt ist es soweit. Es ist tatsächlich, du bist es, ja. Bitte? Wäsche aufhängen, ja, zum Beispiel. So. Und dann seid ihr auch in der Atmosphäre, wo ihr denkt, ja, wenn es witzig ist, ist es schön, aber hier muss vor allem die Wäsche aufgehängt werden und dann ist halt weniger langweilig. Jetzt macht ihr ja alle dabei nichts. Das heißt, wir haben das Gefühl, wir haben jetzt so einen Gagdruck. Ja, für uns. Aber das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. Nee, wir müssen uns wirklich bemühen, jetzt unter 2 Bar zu bleiben einfach. Richtig. Wir dürfen Obwohl jetzt wir nicht, auf der Bühne sind. Genau, nicht zu viel, ne, dass man zu sich denkt, boah, jetzt aber nochmal so ein Pimmelwitz. Das geht jetzt sowieso nicht, weil wir eine 7-Jährige im Publikum haben. 8-Jährig. Die wird bald 8. Ich weiß nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen ist. Das ist ein Mädchen. Lang. Ja? Klasse. Ja. Dieses Kind ist 8 Jahre alt. Ja. Weil dieses Kind behauptet, es sei 8, ist es 8 Jahre alt. Das kann sein, dass in diesem Perso 7 Jahre steht. Ja. Hat sie ein Perso? Das ist mir scheißegal. Hast du schon ein Perso? Ein Personalausweis? Nee, ne? Nee, wenn du fragst, was das ist, würde ich sagen, ist die Antwort nein. Ja. Na gut. Auf jeden Fall dürfen wir so Sachen nicht machen. Pimmelwitze zum Beispiel. Sowas lassen wir heute, Moritz. Ich habe in meinem ganzen Leben habe ich noch keinen Pimmelwitz erzählt. Das stimmt so nicht. Ja, das kann sein. Ich bin gerade mein gesamtes Earth der letzten 14 Jahre durchgegangen. Mhm. Es ist ein roter Faden. Das muss man sagen. Nein, wir reden heute einfach über bestimmte Sachen mit verschiedenen Leuten. So ist es nämlich. Wir haben nämlich, weil wir uns gedacht haben, okay, aber es soll schon eine besondere Show sein, wenn es live ist, dann wollen wir auch besonders auffahren. Deswegen haben wir eine Gästin eingeladen. Und wir haben 2 Gästinnen eingeladen von 2 befreundeten Power-Podcasts, von Qualitätspodcasts, von Erfolgspodcasts. Kann man ich so weiß sagen, nicht, oder? Also was definiert denn jetzt so eine Freundschaft? Ja. Also in welchem Sinne sind wir denn mit deren Podcast jetzt befreundet? Also ich höre den nicht, du hörst das nicht. Doch. Die hören uns nicht. Nein, die hören uns, die mögen uns auch, ich höre die auch. Und sie war sogar schon mal bei Schund und Asche. Und ich würde sagen, wir begrüßen sie jetzt einfach, oder? Ja. Sollen wir loslegen schon? Ja. Alles klar, einen Riesenapplaus bitte für Paulina Kaser von Mordlust. Ja, stimmt, wir umarmen uns, weil wir befreundet sind. Bitte? Wir umarmen uns, weil wir so befreundet sind immer schon. Was ist denn los? Warum bist du denn so komisch? Ich finde, Menschen können befreundet sein, aber wie ist denn jetzt dein Podcast mit anderen Podcasts befreundet? Gar nicht. So, danke. Ja, ich wollte es hier einfach, ich habe gedacht, wir sind jetzt ein bisschen befreundet, weil ich finde, wenn man so da oben ist, ne? Nein, das ist ja so, erfolgreiche Menschen unter sich. Ja, ach so. Das muss man mal sagen. Ihr seid der erfolgreichste True Crime Podcast Deutschlands. So, das ist ja so. Und wir sind der beste Laber Podcast Deutschlands. Und das ist heute also ein Treffen der Giganten.
Ja, was denn? Du musst es doch auch richtig verpacken hier. Ein Treffen der Giganten beim RBB. Ja, so ist es doch. So muss man es doch machen. Oder GigantInnen, mein Gott. Also ja, weil ich, du den Kopf so schüttelst. Ja, ich finde es nach wie vor, finde ich das falsch zu sagen, unsere Podcasts wären befreundet. Aber warte mal, geht es darum, dass die Podcasts befreundet sind oder wir untereinander? Nee. Die Podcasts. Er hat behauptet, unsere Podcasts. Und ich verstehe das, wenn ihr gesagt, pass auf, okay, wir haben Podcast, ihr habt einen Podcast. Ja. Heute trifft man sich zu so einem Podcast-Bums oder wie immer man das nennen möchte. Mit welchem Podcast seid ihr denn verfeindet? Wir haben alle. Alle? Nein. Alle in der Liste über und unter uns? Nein. Das würde ich nicht so sagen. Das würde ich auf jeden Fall so sagen. Ich würde es genau umgekehrt formulieren. Ich würde sagen, es sind alles Freunde und manchmal mag man aber noch mal extra mehr. Die hat man noch mal extra doll lieb. Habt ihr das? Habt ihr so einen Podcast, wo ihr sagt, oh, hoffentlich hört den bei keiner mehr und die sind arbeitslos? Nee, eigentlich nicht. Wieso sollte ich das denken? Weil da eine Frage sofort kam. Deswegen dachte ich, das wäre so eine Auflage für. Also ich finde ja richtig scheiße Folgende. Und dann hast du so eine Liste. Dann sag ich so Zeitverbrechen. Kam jetzt aber schnell. Ja, das war ja eingeflochten. Aber gibt das schon eine Konkurrenz? Ne? Also, eben nicht. Das finde ich so absurd. Nein, das ist doch, die sind so weit oben. Das ist doch kein Sendeplatz. Das ist denen doch egal mittlerweile. Sie antwortet doch gerade. Halt doch mal ein dämliches Maul jetzt. Aber es ist ja eben nicht so wie beim Fernsehen, dass es einen Sendeplatz gibt und dann kannst du nur das gucken oder das. Du kannst auch alle gucken. Und True Crime-HörerInnen sind Junkies. Mhm. Die hören alles. Viel. Ich wollte gerade sagen, das klingt nicht nett den Leuten gegenüber. Die hören völlig wahllose Menschen. Aber das klingt auch nicht nett gegenüber Junkies. Ja, einfach, das war eine sehr unfreundliche Antwort. Weil deren Problem ist ja nicht, dass sie zu viel Podcast hören. Nee. Doch, die machen sich ab und zu immer so einen Podcast warm auf so einem Löffel. Hängen da viel am Frankfurter Hauptbahnhof mit so Kopfhörern. Lass mich in Ruhe. Hey, Paulina. Kann ich noch eine Folge? Ich lutsch dich auch. Kann ich noch eine Folge? Ihr wart ja so eine der ersten, die True Crime Podcast gemacht haben in Deutschland, ne? Ja, nach Zeitverbrechen. Ehrlich, ne? Ja. Sitzt richtig tief, ne? Aber wie ist es entstanden? Weil ich weiß, du hast damals noch beim Frühstücksfernsehen gearbeitet und hast gemerkt, ja geil, das läuft hier irgendwie ganz gut mit Laura. Das irgendwie verstehen wir uns. Nicht so richtig. Ich wollte vor allem vom Frühstücksfernsehen weg, auch von Laura weg. Ja. Okay. Das hat sich dann sehr geändert über die Zeit. Ja, aber erstmal mochtet ihr euch gar nicht. Nee, ich wollte nicht so viel Kontakt einfach generell. Wow, das ist ja. Also wenn man nicht sehr viel Kontakt will zu jemandem, dann mag man ihn nicht so sehr. Na, pass auf, Laura hat schon relativ früh herausgefunden, dass wir in der Nähe voneinander gewohnt haben und dass ich immer mit dem Auto zur Arbeit gefahren bin. Mhm. Und kennt ihr diese Leute, die dann diese Gelegenheiten ausnutzen? Ja. Wir können doch zusammenfahren. Damit meine ich, dass du mich jeden Tag abholst, meine ich damit. Das und so war es dann, ja. Und du warst dann irgendwann. Ja, und da hattest du gar nicht so Bock drauf. Am Anfang nicht. Und später, wenn sie dann mal so ein Seminar hatte oder so, weil die hat damals noch die Ausbildung gemacht, habe ich dann gemerkt, so irgendwie doof jetzt ohne die. Ja. Ah, verstehe. Aber du hast es erstmal, fandest es gar nicht so geil. Nee. Weil ihr seid auch gar nicht befreundet. Du bist einfach doll an sie gewöhnt. Einfach. Ja. Jetzt auch finanziell abhängig. Ja, klar. Also wie bei Moritz und mir. Das ist so toll. Ja. Ja, oder? Wenn mich Leute fragen, bist du eigentlich mit dem befreundet, sag ich immer so, oh, frag mein Bankkonto. Ja. Ja, ohne dich will ich nicht, mit dir kann ich nicht sein. Ne? Sag ich immer. Und beim Frühstücksfernsehen gibt es ja eine ganz spezielle Energie, ne? So eine leicht überdrehte, in Anführungszeichen überdrehte Energie. Das ist immer so, hallo, herzlich willkommen, 6:30 Uhr habe ich Bock, auf diesen Tag. Das ist einfach wirklich, muss man koksen dafür oder irgendwas Vergleichbares machen, um jeden Morgen wieder zu denken, ist die Welt nicht schön? Weil das ist ja Frühstücksfernsehen. Das ist ja viel. Und jetzt haben wir einen Staubsaugerroboter. Ich glaube es kaum. Also ich finde Radiomoderatoren da viel extremer. Die sind noch schlimmer, das stimmt. Die fangen aber auch um 4 an damit. Ne? Ja. Schlimm. Aber worauf hinaus wollte ist, hattest du mal diese Stimmung? Hast du dir die mal so angeeignet und musstest du dich erst wieder runterdampfen für einen True Crime Podcast? Nee, ich habe ja Reportagen und so Kurzfilme da gedreht. Also ich war immer nur einmal die Woche
freitags on air. Ja. Da habe ich mich da hingestellt für 10 Minuten, habe da irgendwas so auf dem iBoard gezeigt und dann bin ich schlafen gegangen und dann habe ich auf den nächsten Take gewartet. Also du hast aber was auf dem iBoard gezeigt? Ja, das ist es gibt ein iBoard, das ist so ein riesiges Ding. Ja. Da kann man dann so Tweets hin und her wischen und so. Das gibt es in der Schule auch, das ist wie so eine Tafel. Aber das wissen aber nicht, was ist das, ein iBoard? Ja. Hä? Das ist wie ein ganz großes Tablet quasi. Ah. Muss man sich vorstellen. Achso, wie so ein Whiteboard. Also wie so ein du meinst ein Whiteboard? Nee, was sie meint, ist ein iBoard. Das hat sie ja nur dreimal gesagt. Ist das von Apple oder was? Das ist nicht ein Board, wo man Eier drauflegt. Das ist ein bisschen wie, du hast so ein iPad, aber als Board halt. Also wie ein Fernseher mit Touch. Ja. Aber in groß. Und da, und was machst du da? Was hast du dann da? Da konnte man dann so... Ja. Aber auch Nonsense überzeugt davon. Nee, ich hab das richtig verstanden. Du meinst was anderes, ne? Du meinst eher das, was ich gesagt hatte, ne? Wie eine Tafel, ne? Ja. Aber eine Handytafel quasi, ne? Ja. Moritz, nicht so aggro sein. Ein Overhead-Projektor, ne? Jetzt nur, weil aber mit anfassen, ne? Nur weil die Paulina da jetzt da ist, jetzt nicht auf cool machen, Moritz. Entschuldigung. Na, alles klar. Also, wir waren jetzt stehen geblieben bei dem iBoard. Da habe ich so Tweets einfach dann vorgelesen. Ach du Scheiße. Ja, genau. Also, es gibt... das ist richtig furchtbar. Ja, und dann haben wir hier nochmal die Nadja. Nadja, was sagt das Internet? Ja, genau. So ein bisschen so, ne? Ja, ja, die wie von Plasberg damals. Ja, verstehe. So, aber fürs Frühstücksfernsehen dann auch noch. Ja, hier ist noch Josef L., der sagt, die sollte man alle umbringen. Genau, so. Ja, okay, das verstehe. Waren die Kommentare das war dein auch. Ding, mhm. Verstehe. Ja, dann fällt es ja natürlich nicht so schwer, sich vorzustellen, du wolltest nochmal was anderes machen. Ja, das liegt. Und jetzt läuft es so gut, dass ihr bald auf richtig große Tour geht. Ihr geht auf Arena-Tour. Mhm. Und ihr seid wirklich hier in Berlin in der Arena. Ist schon fast alles ausverkauft. Es gibt noch ein paar Karten für so VIP-Logen. Nee, wirklich, ich habe heute geguckt. Die kosten 200 Euro. Nee, aber, da kannst du frei saufen. Moment. Das sind aber nicht. Wirklich nein. Das sind aber nicht unsere Tickets. Nein. Unsere Tickets. Also, die sind alle wieso guckst du so? Die sind alle ausverkauft und das sind diese Logen da oben. Das geht über die Arena. Also, da haben das wir nichts aber mit gar zu nicht, tun. Aber die Kohle geht schon an euch. Ja, wollte ich gerade sagen. Nee, also. Also das wäre schon gut, wenn also ihr da was kriegt. Ja, aber weil dann Tickets für 200 Euro verkauft. Ja, aber dann, dann sagt das ist ja völlig dann sagt das da alles. Nein, da kriegst du noch ein bisschen was Leckeres zu trinken. Da gibt's ein bisschen Buffet. Das ist ja völlig du, in Ordnung. Du, ich bin da gerne in der ich bin da eben. Liebe ich. Ja, ich lebe da. Also wenn ich wenn ich ins Stadion gehe zum Fußball gucken, dann auch nur da, weil ich hasse Fußball. Ich esse einen Burger und mein Sohn guckt sich das Spiel an. Nichts beschreibt Moritz besser als Folgendes, was wirklich passiert ist. Er geht zu einem St. Pauli-Spiel, aber dann in eine VIP-Lounge. Ja, sicher. Hey, aber ich will das ja nicht sehen. Ich gehe da nicht hin, weil ich bin im Porsche zum Biomarkt. Na klar, das geht auch beides. Ne? Man kann ja auch schnell zum Veganen essen. Natürlich. Ich wollte dir was zu trinken, warte. Und Moritz, es ist schon das zweite Mal, dass du dir was zu trinken holst. Ich hole was für unseren Gast und ich. Ach so, genau. Möchtest du was trinken? Ja, gerne. Gerne. Da hat Moritz was vorbereitet. Das ist nett. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Wie wird das sein, frage ich mich. Die wie Tour? Ist True Crime Live? Ja, was macht ihr da genau? Das frage ich mich auch noch. Also, wird da jemand ermordet und dann... Auf der Bühne. Ja, das wäre richtig geil. Ja. Also ja, nicht in echt, also muss ja nicht in echt machen. Ja, aber man muss irgendwie in die Matrix eingreifen. Ne? Ja, man muss gucken, dass es nicht Krimi-Dinner wird. Ja, das stimmt. Ne? Weil das ist ja dann so ähnlich, es geht in so in die Richtung. Also was genau werdet ihr da auf der Bühne machen oder ungefähr, also weißt du das? Ja, wir werden auf jeden Fall einen Fall erzählen und wir werden ziemlich viel auch visuell begleiten. Mhm. Und mit Tönen und so, also es wird auf jeden Fall eine andere Art von... Was? Das klingt ein bisschen, als würdest du ein Referat beschreiben müssen, bei dem du weißt, ich habe noch gar nicht angefangen zu arbeiten. Ja. Ist so. Ich werde da viel, das wird alles visuell begleitet werden, auch mit Tönen und das da arbeiten auch wir auch viel ja, mit Fakten. Publikum. Das wird viel Recherche. Ja, und das ist ganz genau so, weil wir noch nicht mal einen Fall haben. Aber, aber das finde ich irgendwie ganz interessant, weil ihr ja dann noch mal mehr aussuchen müsst, also Fälle aussuchen müsst. Und ihr müsst ja dann gucken, ist das spektakulär genug? Ne? Also bei aller Pietät und so müsst ihr dann schon gucken, ja okay, aber knallt der genug? Und ist man dann irgendwann, ja ist ja ein bisschen so, ne? Also ist das spannend genug für die Leute? Und ist man dann irgendwann so ein bisschen abgestumpft, dass man sich denkt, wie viel hat er denn umgebracht? Ach, nur 2? Weiß ich nicht. Reicht jetzt nicht für eine Arena? Ja, für die Arena reicht es nicht, danke. Nee. Oder ist das so? Oder? Wir haben aktuell einen Fall mit 70 Opfern nice. Im Blick. Ja, wirklich also schlimm, aber auch geil. Ja. 70 Opfer.
Ja, aber wissen wir noch nicht, ob wir den wirklich machen. Das muss aber sind gucken. Die dann, sind die tot dann? Also darfst du noch gar nichts sagen. Ob die tot sind? Die sind nicht tot. Ja, die, nee, die machen dann, auf der Arena machen sie einen Hochzeitspodcast. Da heiraten 70 Menschen. Und nein, aber es kann ja das sind alles die Opfer dann. Nein, ja. Aber es kann ja sein, dass da jemand ist, der, also es geht ja generell, es geht ja nicht nur um Mord, sondern es geht ja auch um Delikte. Ja, so. Genau. Also eher alles, was strafbar ist. Und es könnte ja sein, dass da einfach jemand, der große Spiegelabtreter, Autospiegelabtreter. Ach, ja. Und dann sind da 70 Betroffene in einer Straße, die alle, die geht mir jetzt so einzeln durch und sagt, ja, ich hatte mich so gefreut über meinen Mercedes, viel für gearbeitet. Und die Schicksale dieser Menschen begleitet man dann. Und deswegen machen wir keine Arena-Tour. Ja. Ja, weil das unsere aber das wäre so, aber wie süß wäre das denn, wenn wir immer so ganz kleine Verbrechen haben? Ne? So, wie ist das denn? Klaulust. Klaulust. Weißt du, so Leute, die nur ein bisschen was mitgehen lassen an der Tankstelle. Ja. So ein Beefy. So ein Nutscher. Der Beefy-Dieb. Der Beefy-Dieb. Ja. So ein bisschen wie drei Fragezeichen-Kids. Der Beefy-Dieb. Es war 10 Uhr morgens. Ja. Klingt schön. Ich wollte jetzt noch nicht viel verraten, weil das können wir dann machen wir auf der Arena-Tour dann. Die große Klaulust-Arena-Tour. Also tatsächlich war der Kritikpunkt bei unserer letzten Tour zu wenig Tote. Ah ja, okay. Die Leute aber auch, ja, war auch ein tolles Publikum, ne? Das irgendwie schreibt, ja, fand ich super, aber ein bisschen wenig Tote, muss ich sagen. Ja. Also für das Geld hätte ich da irgendwie, dass noch irgendwie die Schwester mitstirbt oder so, aber... Wie kriegt ihr hin, das irgendwie noch so hinzudrehen, dass man, also die Balance zu halten, dass es nicht so komplett morbide wird dann? Also jetzt ich mal glaube, ohne Scheiß. Ja, weil, nee, ich glaube, also ich bin ja jetzt hier auch in einem anderen Setting, so würde ich jetzt niemals in meinem eigenen Podcast reden, ja. Aber für hier reicht's, oder was? Ja. Ja, was denn? Das ist der Trash, den wir lieben. Bleibt genauso. Nein, aber wenn ich jetzt sowas sagen würde, kurz nachdem ich irgendwie so eine traurige Geschichte von einem furchtbaren Verbrechen erzählt habe, also... Du musst dir ja immer vorstellen, wie fühlen sich die Familienangehörigen, wenn sie das hören. Ja. Ah, da musst du ja auch noch mit drüber nachdenken. Ja, das ist sehr unangenehm. Ne? Klar. Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Weil ich würde dann mal denken, naja, ich würde, glaube ich, nur dann so einen Podcast machen über so Betroffene, wo aber alle auch tot sind. Wo man weiß, also alles, da gibt es ein Opfer, aber jede Person, die dieses Opfer kennen könnte, ist auch tot. Könntet ihr, aber das ist ja tatsächlich und so. Und dann kann man auch Witze drüber machen. Möglich ist es ja, was ist denn mit Fällen eigentlich aus dem 19. Jahrhundert? Würde das auch gehen? Weil da kann man ja sozusagen sehr viel, jetzt immer ohne Spaß, ist ja eigentlich total geil, weil da kann man ja sehr viel befreiter dann auch mal ein bisschen drüber reden, weil da sind ja wirklich alle tot mittlerweile. Ja, nee, kann man auf jeden Fall, aber ist den Leuten dann zu weit weg? Ah ja, da wenn er da mit verbunden. Der Droschke kommt, da hat man keinen Bezug. Nee, genau. Können sie sich nicht reinversetzen. Aber hast du das Gefühl, Leute hören das wahrscheinlich auch, weil das so ein bisschen, also ja, es ist Unterhaltung, aber es ist auch ein bisschen, oh krass, was alles passiert, das könnte ja auch hier passieren. So ein bisschen dieses... Ja, klar, also und vor allem Frauen hören das tatsächlich offenbar auch sehr gerne zur eigenen Vorbereitung, weil sie eher Angst davor haben, Opfer eines Verbrechens zu werden. Vorbereitung? Ja. Also ich weiß, da kannst du dich gar nicht reinversetzen. Also ich meine, aber Vorbereitung klingt also in beiden Richtungen makaber. Also... Nee, was heißt denn makaber? Ich meine, du musst dir ja anhören, was passiert. Wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst in den Dschungel. So, da überlegst du dir ja vorher, was für RTL? Nee, du gehst einfach. So weit sind wir noch nicht. Toll. Noch 12 Jahre. Nein, du gehst jetzt irgendwie, sagst du mir, ich mache jetzt eine Safari. So, ich gehe jetzt durch den Dschungel. Würde ich nie machen. Ja, ich weiß. Darum geht es ja jetzt nicht. Ist ja jetzt eine hypothetische Denkaufgabe. Meintest du das Fernsehen? Ja, gar nicht ohne Fernsehen. Du gehst jetzt in so einen Dschungel und überlegst dir, was gibt's da für Krankheiten, was gibt's da für giftige Tiere, was gibt's da für Raubtiere. Okay. Und dann überlegst du dir, okay, wenn jetzt so ein Raubtier kommt, was mache ich dann? Wenn mich diese Schlange beißt, was mache ich dann? Und das ist das Gleiche für, wenn Frauen gehen Samstagabend irgendwo hin. Ja, aber das ist... Ja, okay. Das war gemeint mit, man hört das als Vorbereitung, ne? Aber genau, das wäre aber auch wirklich meine Frage gewesen. Glaubst du, das ist das, warum Frauen, so viel mehr Frauen als Männer True Crime Podcasts hören? Ja, das ist ein bisschen eine schwierige Frage. Wir haben das auch natürlich immer versucht, irgendwie in die Community zu stellen. Aber dann ist es immer so, warum denkst du, hörst du den Podcast in Bezug auf dein Geschlecht, ne? Mhm. Und wenn Frauen, also uns sagen Frauen immer, ja, ich interessiere mich sehr für die Psychologie. Das heißt natürlich nicht, dass sich die Männer, die uns hören, nicht auch für Psychologie interessieren. Aber es gibt tatsächlich Studien darüber, dass Frauen größeres Interesse an Psychologie haben als Männer. Ja. Sieht man auch an den Studiengängen. Und das ist auf jeden Fall sicherlich ein Punkt, ja. Ja. Also Frauen denken sich lieber in Leute rein einfach. Ja, und die möchten vor allem auch wissen, so, ne, wie wird jemand zum Verbrecher? Ja. Oder Verbrecherin.
Hörst du so eine Art von Podcasts? Ab und an. Warum hörst du das? Zur Vorbereitung. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee, ich höre nicht so viele so, muss ich sagen. Ich hab jetzt natürlich reingehört, weil ich mich vorbereitet habe. Ja. Und ich habe dann, ja, und ich fand das ganz interessant. Zum Beispiel gab es jetzt einen über häusliche Gewalt. Und da hätte ich nie gedacht, dass 30... Was ist das? Was denn? Ja. Und da hätte ich zum Beispiel nie gedacht, dass 30% davon, von Betroffenen von häuslicher Gewalt, Männer sind. Mhm. 30%. Nee, Moment, männliche Opfer und darunter sind auch Kinder halt, also Jungs dann. Ah, verstehe, aber, okay. Ja, aber es kommt... Finde ich trotzdem eine absolut hohe Zahl. Ja. Oder? Ich weiß nicht, warum jetzt beide mich angucken. Ja. Aber wenn ich... Du hast doch... Ja, da muss ich auch mal sagen, ja, Moritz, mir geht's auch nicht gut damit. Moritz, was sagst du denn dazu? Ne, ich überlege gerade, aber es macht einen gewaltigen Unterschied, ob das 30% Männer sind oder 30% und davon sind auch Jungs quasi Kinder, weil das dann, also erwachsene Männer, wie ist denn die Zahl bei erwachsenen Männern? Das weiß ich nicht. Ich glaube so 7%, 7-9 oder so. Ja, weiß ich nicht. Das ist eine interessante. So, und das wäre jetzt zum Beispiel so eine Stelle jetzt normalerweise, ne? Im Podcast. Das würden wir rausschneiden. Ja. Nee, da würden wir jetzt tatsächlich sagen, ja, Anita, ja, da müsstest du noch mal bitte einmal recherchieren, ob es eine Zahl gibt. Und wenn es da eine gute Zahl gibt, würden wir sagen, ja, dann liefern wir das noch mal nach. Aber das Geile ist, ihr könnt diesen Podcast diesmal einmaligerweise auch gucken. Also ihr könnt ihn bei YouTube gucken. Und wenn das jetzt bei YouTube ist, bin ich mir sicher, dass Anita, unsere tolle Redakteurin, das gerade einblendet. Und dann wisst ihr ein bisschen mehr. Ist das geil. Riesenapplaus für Anita, bitte. Das ist ja, wie das so sein. Du machst ganz viel. Du bist nämlich auch noch zu sehen mit Schuld und Sühne in der Mediathek. Mhm, das ist quasi ein True Crime Podcast nochmal, das ist eben kein Podcast, aber nochmal mit Video sozusagen. Kann man das so sagen? Dokumentation ist das, ja. Das ist ein bisschen... Ja. Pass auf, dass er jetzt sagt, naja, aber es ist ja eher auch, eigentlich ist es ja ein Podcast, den man sich angucken kann. Ja, gut. Kann man jetzt auch so nennen. Ja, danke. Ich sag mal so, bei Begrifflichkeiten kommt ihr heute nicht mehr zusammen, bin ich ganz ehrlich. Auf jeden Fall, da kann man Cookie machen, wollte ich nur sagen. ist dir das Thema irgendwann so ein bisschen leid? Ist es jetzt so ein bisschen über, weil du so viel damit konfrontiert bist? Also ich kann das auf jeden Fall nicht mehr privat konsumieren, ja. Also ja. Laura hört sich richtig viel noch privat an, das kann ich gar nicht. Ja. Ja, also mir reicht das, wenn ich das beruflich mache. Könntest du dir vorstellen, dass du irgendwann beruflich nochmal was ganz anderes machst? Also, weißt du, sowas ganz so, weil du denkst, nee, ich mache jetzt nur noch, ich bin die Inseltesterin einfach bei Vox. Also ich glaube... Oder Galileo, der große Rutschentest. Und du rutscht einfach nur noch. Ja, also ich war jetzt neulich öfter im Gericht und ich würde schon mehr so aktuelle Kriminalberichterstattung sonst auch machen, aber wenn ich jetzt was ganz anderes sein müsste und damit habe ich wirklich eigentlich nichts am Hut. Ich würde aber eigentlich das total gerne machen, wäre Gamerin. Geil. Ja, mega. Twitch. Ja. Also du würdest einfach streamen. Das würde ich machen. Was sind deine Spiele? Ja, ich habe damit nichts zu tun. Du spielst noch gar nicht. Nein. Das macht gar nichts. Also, ja, wieso ja, gut, denn? Das ist, ist doch erstmal gut. Ja, erstmal ein schwieriger Einstieg. Das ist ein bisschen so, als würde ich sagen, oh, Fußballprofi, das wäre so viel meins. Welche Position? Ja, noch spiele ich nicht. Naja, er hat mich gefragt, etwas ganz anderes. Muss ich ja. Aber das ist doch geil. Ja, das stimmt. Du kannst das gibt es quasi im englischsprachigen Raum auch viel mehr Leute, die spielen und Leute gucken zu. Aber die können das gar nicht so gut. Ja, das macht ja einfach nichts. Also ich meine, ich finde, man berichtet doch von vielen Sachen, die man nicht gut kann. Sie berichtet ja nichts, sie macht das dann ja. Ja, aber du stehst doch dann da. Achso, du gamest dann und erzählst dann gleichzeitig. Ja. Aber sie gamet dann. Ja, du passt so gut zu deinem Outfit heute, dass man irgendwie denkt, ja, du bist da richtig am Puls der Zeit. Ich trage, das müssen wir da für zu Hause müssen wir schon sagen, ich trage einen Jogginganzug, der ist so eher so 80er-Jahre mäßig. Der ist lila vor allem. Der ist lila. Ja. Das ist ein lilaner Jogginganzug, in dem sich das Wasser sammelt gerade. Das ist tatsächlich so, hätte ich nicht gedacht, dass man es merkt. Dieses PVC ist gar nicht atmungsaktiv, muss ich sagen. Wir wären nicht Talk ohne Gast, wenn wir nicht auch bestimmte Kategorien haben, die wir natürlich mit dir heute auch zusammen machen möchten. Deswegen herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Cooles Deutsch für coole MörderInnen. Ja.
Und wir haben, du hast was vorbereitet, du willst was fragen, hab, ja, du hast was vorbereitet, was vorbereitet, aber falls ihr noch etwas habt, ja, also ihr kennt das, die meisten kennen das, genau, also eigentlich heißt es immer cooles Deutsch für coole AnfängerInnen und wenn ihr also eine Redewendung habt, die ihr gleich rein, könnt ihr gleich eine reinrufen. Wir machen nicht mal zwei, reinrufen. Nicht reinrufen, mit aber mit so. Aufzeigen, melden, dies, das, ja. Wollte ich nur sagen, solltet wir haben ja auch eine Vorbildfunktion. Ne? Solltet ihr was auf dem Herzen haben oder jetzt schon mal vorgedacht haben, behaltet das im Kopf, könnt ihr gleich sagen. Alles klar. So. Wann denn, ihr beiden, benutzt man eigentlich den Ausdruck, ich schneide dir den Kopf ab? Das ist ja erstmal, das ist ja eine gängige Floskel. Ja. Till, wann benutzt man die und wer benutzt sie? Das ist ein Pascal. Mhm. Und der ist es immer ein Pascal? Ja, meistens. Ja, okay. Kann auch mal ein Torben sein, aber ja, meistens Pascal. Meistens Pascal, ja. Der ist im Kindergarten. Mhm. Der wird bald 8. Ja. Also ist ein bisschen entwicklungsverzögert, aber ganz liebe, reine Seele. Ja. Und der Pascal wird ein bisschen geärgert. Also es ist nochmal, als jetzt wegen Fritz geprüft und sowas, es ist völlig egal, auch wenn du 8 bist und entwicklungshinterherhängend, bist du nicht mehr im Kindergarten. Also ja. das passiert einfach gar nicht. Der ist also immer keine noch im 8-jährigen Menschen sind in irgendeinem Kindergarten. Ja, der sieht, der Pascal ist bald 8, sieht aber aus wie 4, deswegen lassen sie ihn immer noch mitlaufen. Ach so, okay. Auch das gibt's gar nicht. Ja. Das gibt's gar nicht nochmal. Mhm. So, der ist mit wirklich Benjamin Button gleich. Ist er. So. Und der Pascal soll jetzt also so von sich selber ein Bild malen und das dann nachher ausprickeln. Ja. Ja, das ist die Aufgabe im Kindergarten. Prickeln, das kennen man auch wir, gar ne? Nicht das mehr. Ist ein Dosen mit einem Dosenöffner quasi nochmal um das Bild rumgehen. So. Und dann schneidet nachher die Erzieherin oder der Erzieher das aus. Und jetzt ist aber der Pascal wird gehänselt im Kindergarten. Warum das denn? Ja, Kinder probieren alles mal aus, Moritz. Kinder sind grausam manchmal. Grausamer als Erwachsene. Und der wird gehänselt und da merkt man, dass wir uns im Kindergarten befinden, weil der noch ganz einfach gehänselt wird. Mhm. Ja? Der wird dann Pascal Maskal. Das ist es. Warum? Schon. Ja, für Dreijährige ist das ein großer Spaß, einen Buchstaben hier, da warst du, oder? Das war auch mal eine Phase von dir wahrscheinlich. Ich bin ganz ehrlich, also in dem Fall wäre es nicht Pascal, sondern Pascal. Ja, witzig. Der kriegt mich aber. Pascal, nicht schlecht. Wie dem auch sei, auf jeden Fall. Pascal, Maskal, so wird gehandelt, das reicht ihm schon, weil Pascal merkt gar nicht, Entwicklung verzögert, dass das gar nicht so gut ist, ne? Gar nicht so ein gutes Gedisse sozusagen. Mhm. Und er sagt dann eben zu dem anderen, ich schneide dir gleich den Kopf ab. Was er meint ist, von dem Prickelbild schneide ich den Kopf ab. Von dir. Mhm. So, und das sagt man dann. Stimmt das, Paulina, oder wann sagt man diesen Ausdruck genau? Das ist eigentlich eine andere Situation, ne? Nee, ich bin der Meinung, man sagt, also vor allem im Kindergarten wird das sicherlich häufig gebraucht. Ich würde mir vorstellen können, dass nicht wirklich viele Mörder das vorher sagen. Das glaube ich auch. Aber wenn das nicht, gibt es nicht genug, die irgendwie denken, du brauchst irgendwie ein Catchphrase, du willst ja auch, wenn du schon jemanden umbringst, dann willst du ja auch irgendwann so ein Podcast-Star werden, dass du dann mal einfach genannt wirst. Dass du dann immer vorher sagst, oh, jetzt steige ich dir den Kopf ab und dann macht man das auch. Also auch so ein ganz stringenter Mörder. Nee, ich würde sagen, das ist immer nur... Oder so ein Clown, der irgendwie schneidet den Kopf ab, aber dann zack, nur zwei Füße oder Hund, so. Da sind wir wieder bei Hunde, die bellen, beißen nicht. Da würde ich sagen, das ist so doll gebellt, da wird gar nicht mehr gebissen. Also wer sagt, ich schneide dir den Kopf ab, der macht's auch meistens nicht. Dann, ja, umgekehrt wird ein Schuh draus. Ja, also wenn du habe ich gerade selber überlegt, was ich damit meine. Ich wollte auch gerade... Habt ihr also auch, du meinst, immer wenn jemand nicht sagt, ich schneide dir den Kopf ab, gibt es die Chance, dass es kann passiert. Immer, ich bin ständig wachsam. Ja. Nein, deswegen aber, also ist die Abmachung, immer wenn du nach Hause kommst, dann, dass deine Freundin dir quasi sagt, so, heute bringe ich dich aber um, damit du weißt, hier bin ich safe. Ja, genau. Ja, okay. Hier ist ein Safe Space für mich. Mhm. Nein, aber ich schneide dir den Kopf ab. Ehrlich gesagt, das erste Bild, was mir sofort in den Kopf ploppt, ist nicht das tapfere Schneiderlein, wie heißt der nochmal? Der Struwwelpeter. Ja. Und da gibt's doch einen mit so einer ganz großen Schere. Der schneidet dem Typen, der am Daumen nuckelt, den Daumen ab. Und dann denke ich immer, der könnte ihm auch gleich den Hals abschneiden. Nee, macht er nicht. Weil er fair bleibt. Ja, nein, weil Kinder dadurch lernen, dass es gibt Aktion, Reaktion. Ja. Daumen nuckeln, Daumen ab. Ja. Aber alles andere, da würden die Kinder die würden gar nicht verstehen. Dann. Ich merke gerade für Kinder, die gerade 8 werden, ne, gar keine gute Sendung heute. Ich sag mal, das geht hier alles nicht auf meinen Nacken. Nee. Ich habe dir nicht eingeladen. Frage Nummer 2. Ja. Richtig beleidigt ist er.
wann benutzt man den Ausdruck, dann ramm ich dir einen Kugelschreiber in die Halsschlagader? Das ist ja ein Sprichwort, das ist ja... Das benutzt man ja öfter. Die Frage ist, wann ist es richtig benutzt? Ja, das machen eigentlich nur Leute in so 80er-Jahren Actionfilmen. Mhm. Ja, also es ist eine Drohung von einem Bösewicht. Ja, der hat... Damals hießen die auch noch Bösewicht. Ja, ist ein Bösewicht, der hatte auch keinen Namen. Der war einfach Russe. Ja, das 80er-Jahre, natürlich. Der war einfach Russe, ja. Der hatte gar keinen Namen. Der war einfach nur das Böse, schlechthin. Ja. Und der hat dann immer so ganz martialisch gesagt, was er jetzt gerade vorhat zu tun. Mhm. Ja, also zum Beispiel, ich ramm dir einen Kugelschreiber in die Halsschlagader. In den Halsschlagader. Ja. Und dann sagt halt der Actionheld, der ist cool und nicht Russe. Und sagt dann, das glaube ich nicht. Und dann schmeißt er den in Säurebecken. Ja, so waren 80er Jahre Actionfilme. Hätte gesagt, fast 6 Filme ein, wo das der Fall war. Ja. Absolut. Ja. Oder? Stimmt das? Wann sagt man das sonst noch? Ja, ich glaube, so sagt man das. Ich glaube halt tatsächlich, dass das in der realen Welt keine effektive Mordwaffe wäre. Ja? Das stelle ich mir sehr gewaltvoll vor. Abschneiden, ganz komisch, finde ich auch. Abschneiden, reden wir gar nicht mehr drüber. Ne? Wir reden über Kugelschreiber. Achso, ja. Ich will nicht Aussetzer. Ne? Ja. War ein Dosenbier zu viel heute Mittag, ey. Ich hab wirklich so starkes ADHS. ADHS lenkt sich bei mir manchmal selber ab. Ich wollte mich auf Temperatur trinken und jetzt habe ich Fieber. Das ist mit dir passiert gerade. Aber gar nicht? Also, aber ist das nicht irgendwie... Aber wenn man jetzt genau weiß, wo die Halsschlagader ist, weil man das irgendwie beruflich viel damit zu tun hat, dass man so Pulsmesser ist oder sowas. Mit einem Kugelschreiber. Mit einem Kugelschreiber. Würde das gehen zumindest? Warte mal, es gibt doch auch diese Statistiken, dass es wahrscheinlicher ist, dass du an einem Kugelschreiber stirbst, als vom Blitz getroffen zu werden oder so. Das war eine Kokosnuss. Was? Von einer Kokosnuss getroffen zu werden? Es ist wahrscheinlicher, von einer Kokosnuss getroffen zu werden, als von einem Haifischangriff zu sterben. Aber das ist ja was ganz anderes. Ja, eben. Ja. Ja, wenn du es ansprichst, muss ich es halt sagen. Du hast ja da was ganz anderes angesprochen. Nee, ich glaube auch nicht, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, von einem Kugelschreiber zu sterben. Ja. Also wie stirbt wenn man durch... Wenn mehrere Leute das machen. Aber kennst du jetzt einen Fall, als Mordwaffe meinst du, so ein Kugelschreiber? Ja, ja, ja. Die Chance, von einem Kugelschreiber zu sterben, ist größer als von einem Haiangriff tatsächlich. Ja? Ja. Ist das soweit Fritz geprüft? Das checken wir hier nochmal. Da haben wir hier jetzt eingeblendet diese Infotafel... Einmal eine Frage ins Publikum. Hat dann jemand noch einen... Da geht der Arbeit, irgendwie da geht sofort hoch. Pass auf, ich komme jetzt einmal zu dir in die Richtung. Musst du da hingehen jetzt wirklich? Ja, und du redest jetzt mal weiter. Ja, weil sonst, wenn wir jetzt dieses Reingebrüll und dann hört man das nicht im Radio, das ist doch auch irgendwie Paulina, scheiße. Wir sind hier gerade in einem Setting, das ist so ein Camp-Setting. Ja. Wie stehst du denn eigentlich zum Thema Campen? Boah, das verrät ja auch also kaum, das dass du nicht in der Lage so bist. Also wenn ich das jetzt hier so angucke, ich... Naja. Also wir haben so richtige schöne, also das sind wirklich so Polsterauflagen, das sind noch die alten von meinen Eltern, nichts Falsches sagen bitte. Nee, tatsächlich kenne ich die auch noch aus, oder? Also meine Großeltern hatten. Mama, Papa, ihr seid immer noch jung und fit. Wir hätten dann noch ein weiteres Sprichwort. Ja. Wann genau sagt man denn, ich wünsche dir die Pest an den Hals. Ich wünsche dir die Pest an den Hals. Ja, das sagen meistens Leute, die haben Trekkingschuhe an. Das sind so Thorstens, die haben so Anger-Management-Probleme. Und die wandern viel. Ja, also die sind so im Wald. Was ist viel? Ab wann wandert man viel? Also die sind eigentlich immer so ein, da können wir doch das Auto stehen lassen, das schaffe ich auch zu Fuß, Leute. Aber auch wenn es mal so an die Ostsee geht, von Berlin nach die Ostsee, können wir doch laufen. So richtige Thorstens. Ey. Genau, richtige Thorstens. Und die sind dann, das ist ganz lustig, ich habe einen schönen privaten Moment, weil so heißt dein Vater. Naja. Ja. So, und die sind dann so nach 20 Kilometern, nerven die Kinder natürlich. Ne? Beim Laufen. Du, also ich weiß nicht, wie viele Kindern du 20 Kilometer läufst, bevor die zum ersten Mal nerven. Ja. Nee, die nerven natürlich die ganze Zeit. Aber dann ist das erste Mal, die schmeißen sich dann wirklich auf den Weg und dann. Das ist nicht das erste Mal nach 20 Kilometern der Fall. Da läufst du 300 Meter und das erste kotzt in den Graben. 300. Weil ich habe wieder heimlich 6 Dickmanns gegessen.
Wo kommt das denn her? Der eine pisst sich aus Versehen auf den Schuh. So kann ich nicht weiterlaufen. Und da bist du noch nicht mal um die Ecke von zu Hause. Das ist ja furchtbar. Das ist ja wirklich furchtbar. Aber deine Vorstellung. Nee, und nach 20 Kilometern, da würden die Kinder schon mal sagen, wie lange dauert's denn jetzt noch? Thorsten ist auf jeden Fall ein Narzisst und Thorsten. Deswegen hat Thorsten seine Kinder nach sich benannt. Also sein Kleiner heißt Thorsten Junior. Ach so. Ja. Der Große? Thorsten Senior. Und die Thorstina. Was wolltest du sagen? Thorsten Legert hat seinen Sohn neulich Nico Thorsten Legert. Genau, genommen. Stimmt. Nicht im Ernst. Ja, doch. Aber auch nicht Nico Thorsten Legert, sondern Nico Thorsten Legert. Nico Thorsten. Also doppelt, dass man sagt, irgendwie, okay, also jetzt, wenn er ihn nach ihm benennt, ist doch scheiße, aber dass ich vielleicht die Hälfte von seinem Namen nach mir benenne. Nico Thorsten Legert. Das ist schon ziemlich geil. Nee, das ist nicht ziemlich geil, das ist ziemlich scheiße. Also, dass der Name Nico Thorsten an sich ist schon scheiße, aber wenn Nico Thorsten auch noch der Sohn ist von Thorsten, und am besten auch noch der andere Sohn von Nico. Aber er ist ja der Sohn von Thorsten Legert. Ja, das ist ja scheiße, das hilft dir ja auch nicht weiter. Ja, aber das will man ja immer im Namen haben. Da denkt man sich ja, ja geil, das ist ein Promi, geiler Fußballspieler. Und ich bin der Sohn, cool. Nee, vor allem denkt man erstmal, ich bin Nico Thorsten. Das klingt, also wenn du dich, wenn da musst du gut nicht nuscheln, weil ansonsten bist du Mikro Thorsten den Rest deines Lebens. Also Thorsten und Mikro Thorsten. Das ist einfach ein trauriges Junior. Auf jeden Fall ist es so, dass der Thorsten Junior. Ja. Sich irgendwann auf den Boden schmeißt und sagt, ich will ja nicht mehr weiter. So, und dann rastet der Thorsten aus. Mhm. Der Original-Thorsten. So wird er auch gerne genannt. Kurz verwirrt, welcher nee, Thorsten? Ja, ja, statt Papa nennt ihn auch Original-Thorsten. Nennt mich einfach das Original. Und dann sagt er, so, nee, Thorsten Junior, so war das nicht, ich wünsche dir gerade die Pest an den Hals. So das als Maximum. Zu seinen Kindern. Ja, aber ist ja irgendwie immer noch nett, muss man sagen. Ja, oder ich wünsche dir fest sein, das klingt ja immer noch sehr, ja was denn, es ist ja nicht so, ich reiße den Hals ab und scheiße da rein. So ist ja nicht. Sorry. Nee, das ist das nicht. Ja. Ja, aber trotzdem, so redest du, also solltest du ja nicht, also du kannst ja gerne was mit deinen Kindern. Ich wünsche ja dir gerade die Pest an den Hals. Ist doch ist irgendwie also süß. Also selbst in diesem merkwürdigen Ton klingt das nicht okay. Ach, ist doch irgendwie süß. Da weiß der Thorsten Junior ja auch, das meint er nicht so. Pest ist ja ausgestorben, das weiß der Thorsten Junior ja. Ist nicht ausgestorben. Der Pest ist ausgestorben. Nein, ja, aber fast so gut wie hier in Deutschland, mein Gott. Echt, ey, Klugscheißer, wirklich. Gibt's doch mal einen Fall wieder, weiß Moritz Neumeier wieder Bescheid als Hauptvirologe. Paulina, An der Stelle. Was würdest du denn sagen? Gibt's so, ab wann sagt man das? Also ich wünsche dir den Pest an den Hals. Ich hoffe, Hals. Man sagt es nicht so viel in Krankenhäusern, mhm. zu den Patienten, auf die man keinen Bock hat. Ja. Ich habe neulich, saß ich ja bei so einem Prozess im Gerichtssaal und da waren viele ältere Leute, die da zugucken wollten und das war so eine totale Crowd. Ne? Ja. Die kannten sich auch, ne? Ja, ja. Die waren unter 80, untereinander. Ja, ich habe mich immer so... Ich habe mich immer gefragt, wie die sich alle miteinander irgendwie verbinden, ob es da so einen Club gibt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall kam dann, je weiter die Prozesstage voran geschritten sind, dann halt auch immer mehr Leute dazu, was dazu führte, dass man natürlich nicht genau, nicht mehr genug Platz hatte auf den Zuschauerbänken. Mhm. Und einige Ältere weigerten sich dann aber auch so zusammenzurücken, weil die wollten schon ihren Wohlfühlplatz dann da haben. Und da war dann ein älterer Herr sehr erbost und sagte dann, ich wünsche Ihnen, dass Sie sich einen wunden Hintern sitzen. Super das süß. Ist einfach nur eine Freude, das ist einfach nur aber, freundlich. Dass sie sich einen wunden Hintern sitzen. Das wünsche ich Ihnen aber jetzt doch. Das ist aber super süß. Ich finde das aber wirklich sehr, sehr süß und ich glaube nicht, dass das Leute unter 60 sagen. Ich wünsche dir den Pest an den Hals. Komisch, oder? Süß eigentlich. Ich wünsche dir die Pest, dir den Pest an den Hals. Das ist so oldschool, das wird ja Hafti nicht sagen. Stimmt. Oder? Wäre aber geil. Ich wünsche dir aber die geil. Pest an den Hals. Fest und dann, ja, ich überlege gerade, was reimt sich auf Pest? Du warst mit Pest an den Hals. Fest an den Hals. Fest, dass es knallt. Ja, genau. Naja, Neue, sag mal, da bin ich echt froh, dass ich das nicht bin, ey. Ja. Gangster-Rapper. Ja, das war's für heute mit Cooles Deutsch für coole MörderInnen. Wir kommen. Ja. Ich
Ich würde gerne direkt eine zweite Kategorie aufmachen. Ja, okay, gerne. Weil wir ja eine Expertin hier haben, würde ich gerne eine Sonderausgabe spielen von Sachen, die nach Fakten klingen. Das wissen nur die wenigsten. Ah, okay. Funktioniert für alle Menschen, die das vielleicht nicht kennen, weil sie das nur hier gucken, weil sie Paulina sehen wollen und gar nicht uns. Funktioniert so, dass ich gleich... Moment mal, kann ich da einmal fragen, wer nur für Paulina gekommen ist? Wer ist nur für Paulina gekommen? Niemand. Nein, sie traut sich nicht aufzuzeigen. Aber man muss auch sagen, wir haben diese Tickets verkauft und dann erst gesagt, wer zu Gast ist. Also es wäre jetzt krass. Stimmt. Ja, nee, ich kaufe immer ein Ticket für alle Shows, weil vielleicht ist Paulina mal bei einer dabei. Das wäre jetzt erstaunlich. Und wenn das bei so einer Person wäre, dann würde ich sagen, jetzt einfach bitte diskret festnehmen, weil das ist nicht okay. Aber alle, die auch Mordlust hören, mal klatschen bitte. Okay. Und alle, die jetzt einschalten, werden auch mal klatschen. Ja, alle, mein Gott. Mein Gott, einmal höflich sein. Geht hier nicht um Ehrlichkeit. Entschuldigung. Mein Gott. Ich liebe es, dass unser Publikum auch komplett aufs Arschlöchern besteht. Ja, wirklich. Nee, fand ich jetzt nicht überzeugend, muss ich sagen. Ja. Nee, das mache ich nicht. Nö. Also funktioniert so, dass ich gleich fünf... Das ist Schnitt. Dass ich werde jetzt fünf, sag mal, nicht Gewaltverbrechen beschreiben. Ja. Und ihr müsst mir sagen, ist das wirklich passiert oder habe ich mir das ausgedacht? Okay, super. Aber da bist du natürlich, da bin ich mal gespannt, ob du als Expertin, Paulina, da einen Vorteil hast. Ich dachte eher als Experte für Gewaltverbrechen. Nee, ja. Das bin ich auch. Ich bin kein Experte für Gewaltverbrechen. Nein. Ich bin nicht für Gewalt. Du bist begeisterter Zuschauer. Ja. Okay. Das ist ein bisschen wie Fußball. Selber will ich es nicht spielen, aber was wäre die Welt ohne? Nummer eins. Ja. Auf Sizilien gab es einen Prozess vor wenigen... Nee, da gibt es eigentlich gar keine Prozesse. Ja, okay. Weil kann ich jetzt schon lösen. Vor Prozessbeginn stirbt da immer jemand. Tatsächlich. Vor dem Prozessbeginn ist jemand gestorben. Und zwar gab es einen Mord, der verübt wurde durch Spaghetti. Und wie genau? Das sage ich nicht. Das habe ich nicht zu Ende recherchiert. Da wurde jemand getötet und das war durch Spaghetti. Und da wurde jetzt der Täterin wurde der Prozess gemacht. Und Wir können uns auch gerne beratschlagen. Ich denke natürlich jetzt an einen Fieder. Du gehst an was? Ich denke an einen Fieder, der so doll füttert, bis jemand stirbt. Genau. Das ist so ein Pasta. Fetisch, dass Leute einen so ganz lange zu Tode essen. Und der hat es einfach zu Tode füttern. Und der hat es einfach zu weit getrieben. Wow, okay. Mit den das dauert aber lange, ne? Ja. Ich glaube. Aber ein schöner Tod, kann ich mir vorstellen. Wirklich? Weiß ich gar nicht. Das ist ein schöner Tod, dein Gedanken, dass durch du... Durch Essen dass zu sterben. Ja, klar. Dass du fast wie durch Erstickung. Ich liebe es. Hat mal jemand von euch beiden den Film Sieben gesehen? Ja. Sieben? Sieben. Echt? Achso. Ach, ich über die, da ja, mit wirklich... Brad Pitt, ne? Ja. Habe ich nicht gesehen, ne. Ich kenne immer nur das Plakat, ich fange immer wieder an, denke mir jedes Mal, boah, ist das langweilig, zieht sich. Wirklich, die ersten fünf Minuten, oder? Die ziehen sich. Ich kenne die auswendig die ersten fünf Minuten. Aufblende, Ablende. Du meinst Völlerei. Da gab es zum Beispiel, da wurde ja quasi zu Tode gemästet. Ja, weil, genau. Ja. Und wie war das für den? War klasse. War ein großer Nascher am Buffet des Lebens, sag ich. Ich könnte mir vorstellen, dass es sich ganz klassischerweise um Gift handelt, ehrlich gesagt. Also, dass die Spaghetti, nein? Also, ich kann euch sagen, wie das ist. Ich hätte eine noch. Ich sag dir nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich sag dir nur, wie der Mord passiert ist. Okay. Darf ich noch eine Sache bitte, sagen? Bitte. Bombe unter der Spaghetti. Weißt du, du willst gerade essen, bumm. Ja. Nein, auch nicht. Oder was? Das wäre so dermaßen dumm. Warum denn? Das ist so eine runde Bombe, man freut sich so richtig. Aber die Spaghetti sind auch nicht in echt. Also du liest gerne Cartoons, ja? Aber das ist nicht, Bomben sind nicht rund und dann ist oben eine Zündschnur. Doch. Und dann macht das... Ja doch, hä? Na klar. Dann macht das Kavum. Nein, manche und dann ist das ganze Bild voll. Nein, manche haben noch eine Zeitschaltuhr dran. Weiß ich ja, wie es geht. Ja. Oder sogar per Fernzünder. Mhm. So eine rote Taste, die muss man dann drücken.
Also der Mord war, da war eine ältere Person und ja. die Täterin hat ihm, hat der Person dann, hat den gefüttert mit Spaghetti, ja. hat die quasi gepflegt und ja. hat dann einfach so doll Spaghetti reingestopft, bis die Alte tot war. Und hat dann, aber erstickt dann an Spaghetti? Ja, so, ja, ja. Erstickt an Spaghetti. Stimmt okay. oder stimmt nicht, ist die Frage. Kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ja. Und? Ist auch wirklich passiert, ja. Oh. Also ob das so passiert ist, weiß man nicht. Der Prozess läuft noch, aber dafür wird der Prozess gemacht. Okay, 1-0. Nummer 2. Im Jahre 620 vor Christi. Oh, ist gelogen. Oder er kommt immer mit so ganz antiken Im Sachen. Im Jahre 620 vor Christi in Griechenland gab es jemanden, der hat durchgesetzt, dass Leute, die keinen Mantel haben, dass die quasi, also es gab so eine Gesetzesreform für die Armen. Ja. Und die waren so froh, dass sie ihn gefeiert haben auf so einer Theaterbühne und haben ihn beschmissen mit ihren Mänteln. Und er ist dann unter diesem Berg von Mänteln erstickt. Aha. War zu viel Dankbarkeit, zu viele Mäntel. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja. Weil ich mir denke, so Mäntel, also wie viele Leute müssen da gewesen sein, oder? Also um an Mänteln zu ersticken. Und er ist dann einfach umgefallen und liegen geblieben. Ja. Haben die alle gleichzeitig geworfen. Ja, aber er kann sich ja dann auch eine Höhle bauen. In den Mänteln, oder? Ja. Das ist ja durchaus möglich. Ja. Also ich glaube nicht, dass das stimmt, Moritz. Ja. Also wenn das stimmt, ganz komischer Typ. Es stimmt. Das ist tatsächlich passiert. Wirklich? Ja. Komischer Typ. Es waren hunderte Menschen, weil alle ihre Dankbarkeit ausdrücken wollen. Ja. Und er hat am Anfang, glaube ich, noch gedacht, baue ich mir eine Höhle. Und dann irgendwann gemerkt, das ist viel. Ich kann nicht mehr atmen. Also und die Armen haben ihn umgebracht. Die Armen haben ihn umgebracht. Das ist ein bisschen, als wäre St. Martin gekommen und hätte gesagt, boah, hier hast du einen halben Mantel. Er hätte gesagt, danke, und hätte ihn stranguliert. Ungefähr so. Ja. Und dann das Pferd gegessen. Vor Freude. Nummer 3. Ja. 1926 wurde Robert Evan in Irland mit einem Lamm erschlagen. Ja gut, aber das kann ich mir vorstellen. Ja. War gerade ein gefrorene Lämmer. War das gefroren, das Lamm? Ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, 1926 ist die Wahrscheinlichkeit, dass es ein ungefrorenes Lamm war, größer. Ja. Also ich hörte, dass vor ein paar Jahren der Bachelor, diese Serie, dass der jemanden mit einem Schwan attackiert hat. Ja. Wirklich? Das ist das erste Gute, was ich höre von der Bachelor. Aber hat er den gehauen mit dem Schwan oder hat er den Schwan machen lassen? Nee, ich glaube, er hat den Schwan am Hals gehalten. Ach so. Wirklich? Ja. Ich weiß es, ich hörte davon. Ich aber was ist denn mit dem Bachelor los? Ich bin ganz im Ernst, das müssen wir jetzt einmal prüfen, bevor wir es senden, weil das wäre eine krasse und das wäre ein richtiger Rufmord. Ja, mit dem Schwan genommen, wir haben tot geprügelt. Ja, Moritz, aber das sind ja 10 verschiedene Leute, ist ja egal. Einer von den Bachelorern. Ja, einer von den Bachelorern, das können super viele sein. Ja, wir sagen aber, das stimmt, ne? Das stimmt. Ja, ganz genau. Anzeige ist raus, ey. Ich sagte, ich hörte davon. Ja, man hörte davon. Ich war nicht dabei. Alle sagen. Ja, man hört das. Mutmaßlich. Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass man mit einem Lamm jemanden erschlagen kann. Ja, würde ich sagen. Ja, das wäre ja Quatsch. Das ist Quatsch. Nummer 4. Okay. Ja. 455 vor Christus. Ich habe ein bisschen... Das recherchiert. Ja. Im Griechenland. Ja. Alles da, ne, immer. Die hatten noch Spaß damals. Da gab es so jemanden, so einen Philosophen. Ja. Und der hat immer in der Mitte von so einem Platz gesessen. Ja. Und hat immer so Sachen erzählt. Ne? Ja. Und irgendwann wurde der erschlagen, weil ein Greifvogel, der hatte keine Haare. Und ein Greifvogel hatte seinen großen Kopf verwechselt mit einem Stein und hat versucht, eine Schildkröte, die er im Meer gefangen hat, auf den Stein fallen zu lassen. Hat dann den Griechen erschlagen. Wie hieß denn der Philosoph? Das weiß ich nicht. Telemachus. Ich weiß es nicht. Ich habe es mir nicht... Wieso weißt du das nicht? Das hast du da nicht zu Ende erfunden, oder was? Schildkrötenackes ist das. Weil so viele gibt es ja nicht. Ne? Warum gab es da 3? Ja, muss Platon oder Sokrates gewesen sein. Platon oder Sokrates. Oder der eine mit dem Satz, Pythagoras oder so. Ja, einer von den drei muss es gewesen sein. Ja. Na, hier war ein anderer Grieche, war so ein großer Typ damals. Theaterszene, sehr experimentell, viel Kunstblut. Du lügst ja. Aber ich fand die Idee schön, Moritz. Nee, das ist Quatsch, oder? Ja, der lügt, ne? Quatsch. Ich glaube, das ist eine Lüge. Das ist passiert. Wirklich? Ja, das ist wirklich passiert. Oh, das ist so doof. Wirklich? Ja, guck mal, aber es ist statistisch gesehen, ne? Wissen wenig, fallen mehr Kokosnüsse als Schildkröten auf.
Ich hab das gelesen und gedacht, naja, okay, aber also ist es jetzt irgendwie nachgewiesen? Ja, es gibt sehr viele Bilder, die auch davon gemalt wurden. Ja. Das war so ein Ding, dass Leute dachten, das halten wir fest. Mit allem, was ja, wir haben, ist ja mega halten wir geil. Diesen Moment fest. Ja, aber ist ja auch super funny. Ist einfach nur gut. Ja. Ich glaube, die Reaktion muss auch sein, dass du dann zuhörst, wie er über Theater spricht und dann kommt ein riesiger Vogel. Das war auch eine große Schildkröte. Ja, klar. Und tötet ihn mit einer Schildkröte. Ja. Vor allem damals, da ist ja sonst nichts passiert. Nichts. Das ist ja nicht irgendwie so, ja gut, das morgen habe ich ein Konzert noch. Nee, du hast einfach, es ist nichts passiert, du warst auf dem Acker und ja, weißt du noch das eine Mal, als er mit der Schildkröte und alle wissen, ja natürlich weiß ich das noch. Highlight meines Lebens. Ja, ist wirklich geil. Danach glaubst du ja auf jeden Fall an Zeus. Und man überlegt sich ja auch sofort, so, was hat er gesagt, was falsch war. Ja. Oder? Wo erzürnet er die Götter? Ja. Und die letzte Frage an euch. Ja. 1912, behaupte ich, gab es in Rumänien, und 1912, das ist wichtig, ja. 1912 gab es in Rumänien einen Mord und jemand wurde angezeigt, weil das, man überzeugt davon war, dass es muss eine Hexe gewesen sein. Moment. Da war jemand tot. Habe ich nie verstanden. Pass auf, da war jemand tot, Mann war tot. Ja. Und dann hat man gesagt, ja, das ist, war sie war das. Und dann hat man gesagt, ja, die war ja gar nicht da. Die war ja gar nicht zu dem Zeitpunkt da. Ja, das ist eine Hexe. Verzaubert. Und tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft oder wie das da organisiert war in Rumänien gesagt, ja, das machen wir. Und das Problem war, dass es gab nicht wirklich ein Gesetz dafür. Deswegen hat man gesagt, ja, das ist ein Mord. Die wurde nicht verurteilt. Also am Ende kam dann wohl raus, gibt keine Hexen. Aber die wurde angezeigt. Die wurde angezeigt. Und das ging vor Gericht. Es ging vor Gericht. Wegen Hexerei. Nee, wegen Mord. Wegen Mord. Genau. Weil sie eine Hexe ist. Deswegen mordet sie. Genau. Ja, klar. Das war die Argumentation der Staatsanwaltschaft. Verhandelt wurde über Mord und da wurde festgestellt, naja, sie waren nicht da. Ja. Und es gibt keine Hexen. Und dann wurde sie freigesprochen. Ja, glaube ich schon. Vielleicht war die auch so ein bisschen, hatte die so ein... Rote Haare vielleicht. Nein, aber vielleicht ein Zauberinnenhut. Weißt du, so wie der Hut in Hogwarts hatte die auf. Weißt du? Ein Hexenhut. Ja, auch nicht immer nur die Schuld bei den Männern sehen. Keine Ahnung. Ich weiß auch gerade nicht, wo ich mich verlaufe hier gerade. Klingt es auch, dass du Hexe genderst in Zauberin. Ja, Hexerinnenhut finde ich irgendwie daneben. Okay, ist egal. Hexenhut. Hexe ist schon Hexerin. Die weibliche Form von Hexer. Ja, ich mach das lieber safe. Ich will mir danach von der Genderpolizei nichts sagen lassen. Ja, lieber drei Kondome. Nein, also ich könnte mir das vorstellen, ja. Ich glaube, da gibt es irgendwie nochmal so Backflash in alte Zeiten. Dass die dann, oder? Und die Begründung war, die Person war aber nicht da und es gibt keine Hexen, ja? Das haben die dann auch da so gesagt. Ja, sie wurde, also vor Gericht war dann das Argument, naja, aber sie war nicht da und es gibt keine Hexen. Und dann meinte der Richter ziemlich schnell, das ist dann wohl zu Ende hier. Richtig weirder Fall. Aber wieso kommt das überhaupt erst vor Gericht? Finde ich auch ganz komisch. Also der hatte den Prozess eröffnet und da hat er dann gesagt, ja, das ist eine Hexe. Ah, okay, machen wir einen Prozess. Und dann haben die nochmal gesagt, es gibt ja gar keine Hexen. Da hat er gesagt, ach so, ja, stimmt. Also was ist mit dem Richter los? Was ist, da würde ich gerne mehr wissen, Moritz. Weiß ich nicht, das war 1912. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Ich kenne den doch jetzt nicht. War das vielleicht ganz alt und verwirrt? Und dann hat er erst vor Gericht gemerkt, ah ja, das war ja Quatsch. Ich kann nochmal sagen, ich weiß es nicht. Okay, also ich glaube... Ich habe nicht mit ihm gesprochen. Ich sage jetzt mal, das stimmt. Und du? Ich sage, das stimmt nicht. Ja, und? Das stimmt auf keinen Fall. Bist du völlig bescheuert? Natürlich nicht. Du hast ja selber schon begründet, warum das nicht passieren kann. Ja. Du hast ja schon gesagt, ja, aber das wär Quatsch. Ja, ich glaube, das war so. War nicht so. Ich hätte keine Ahnung. Ja, ich kann mir vieles vorstellen, Moritz. Ja. Ich habe eine blühende Fantasie. Und weil ich eine blühende Fantasie habe, kommen wir zur nächsten Kategorie. Es ist Mach's geil. Und ich würde jetzt gerne den perfekten Mord planen an Moritz. Und vielleicht kannst du, Paulina, ja, was weiß ich, es kann immer mal sein, dass wir uns mal kurz nicht mehr mögen. Und das reicht, damit du dir jetzt schon eine Mordstrategie ausdenkst. Du weißt, ich bin ein emotionaler Typ. Ich will auf jeden Fall ein Druckmittel im Petto haben. Also wenn das irgendwann mal passiert, dann werde ich natürlich den Audioausschnitt von genau diesem Gespräch als Teaser im Podcast vorne hinsetzen. Gerne. Und dann sagen, und da wusste Moritz noch genau, nicht. Genau, und auch Folgendes mitnehmen. Und Tickets für meine Tour gibt's bei www.tillreiners.de. So. Dass man das alles mit hat, das ist ja alles... Jetzt auch Schutt und Asche, nur mit mir. Ja. Es ist einfach nur Schund. Übrigens finde ich so geil, wie eure Tour heißt. Da habe ich mir auch gedacht, habt ihr euch da was abgeguckt? Wie heißt eure Vielleicht. Tour nochmal? Vielleicht. Wie heißt eure Tour? Staub und Asche. Hallo? Was? Staub und Asche? Und Asche?
Da ist ja gar kein Problem, könnt ihr ja gerne so nennen, aber es kostet aber, ja... Ja, also, kostet, ne? Ja. Nein, aber... Was ich sagen, wir verkaufen ja Tickets gut. für 200 Euro, das ist ja gar und wir sind gut befreundet, da machen wir einen Freundschaftspreis, da machen wir 20% der Einnahmen. Hey Paulina, mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz, in die Loge, ne? Ja. Könnte ich da rein? Muss man Max fragen. Okay. Ja. Wer ist Max? Ist egal. Ja, ich also, warum jemand fragen? Fragen? Dann fragst du einfach gar nicht. Max. Ja. Wir fragen Max. Ich bin okay, ziemlich sicher, dass es Max nicht gibt. Okay. Natürlich nicht. Kann also. Ich deine Telefonnummer haben? Ja, da musst du einmal Max fragen. Bis dann. Ich sag jetzt mal, wie ich Moritz umbringen würde. Ja. Also ich würde natürlich versuchen, Moritz so umzubringen, wie er am liebsten sterben möchte. Da bin ich gespannt. Nee, also ich würde natürlich, also ich würde das so aussehen lassen wollen, wie jemand, der sich über Moritz aufregt. Natürlich, ne? Und, ne, also. Ich glaube nicht, dass du da jemanden findest. Also zum Beispiel würde ich, also ich würde, wenn ich dich umbringe, würde ich dich mit einer Clownsnase umbringen. Weißt du? Also hast du die währenddessen auf oder ist die Tatwaffe eine Clownsnase? Nein. Weil dann möchte ich jetzt hören, wie du das... Nee, versteckst du die in den Spaghetti oder... Nee, ich stopf dir die in den Mund, ganz viele Clownsnasen, bis du dran erstickst. Oh Gott, jetzt merke ich gerade selber, ich würde es nie übers Herzen bringen, wirklich. Nee, der merk nächste ich Punkt grade. Ist, du musst ja auch davon ausgehen, dass ich wirklich wehrlos bin und dich da einfach 2 Dutzend rote Nasen in mein Maul stopfen Ja, da würde ich dich betäuben vorher. Ah, okay. Das fair bleiben. Womit? Womit? Chlorophyll, ganz normal. Ja. Ja. Ja, oder? Kennt man noch. Chlorophyll. Kennen wir noch von früher, von TKKG und so. Chloroform. Ach ja, Chlorophyll, ja. Verwechsel ich immer. Verwechsel ich immer. Propofol gibt's. Ja. Wäre jetzt dumm in dem Moment, ne? Ja, ja. Mehr, du. Ja. Ah, du bist gar... Ah, Chlorophyll. Oh, wer hat denn da die grünen Daumen? Ja. Also ich würde dich betäuben so oder genau. Das ist ein peinlicher Moment. Oder der schläft nicht ein, aber ganz grün ist er jetzt. Er atmet noch mehr als vorher. Ich weiß nicht wie. Ja, ich merke auch schon, also. Du bist der schlechteste Mörder aller Zeiten. Ja. Und deswegen würde ich, nee, aber ganz ehrlich, wenn ich jetzt jemanden umbringen wollen würde, ne, ich würde es immer als Auftragsmord machen eigentlich. Wirklich? Ja. Hä, aber wirklich? Wenn du an so eine doofe Person gerätst. Nee, das muss halt schon jemand machen, der das professionell häufiger macht. Wer denn? Ja, so Leute kennt man ja. Wen kennst du? Ja, sage ich jetzt nicht öffentlich. Ich bin ja nicht verrückt, aber gibt ja immer mal, also man geht in eine Kneipe und dann So, ja, ja Tipp, man kommt ins Gespräch. Tipp an euch, man kommt ins Gespräch und dann bleibt man bis zuletzt. Ja. Ja, und dann ist da meistens irgendjemand, der sagt ganz wenig, ja, der hat so eine Träne unterm Auge. Tätowiert aber. Ja, tätowiert. Und der sagt immer, wann bist du denn raus? So, sagst weißt du immer, ne? Sag ich dann immer. Ja. Ja. Weil und dann tue ich so, als wäre ich gerade aus dem Knast raus, um dann erstmal eine Ebene zu finden mit dem. Also was warst du im Knast? Wofür warst du da drin? In deiner Erzählung dann? Bankraub. Bankraub. Ja. Ja. Ich hab gefälschte Überweisungen, mit gefälschten Überweisungen gearbeitet. So, weißt du so, und dann kommt man so ins Gespräch. Ja, und meistens ist dann Mörder drunter. Nein, aber ich würde wirklich so, wie würdest du das einschätzen? Weil besprecht ihr auch sowas, so Auftragsmord? Ja, machen wir auch. Aber also da hätte ich zum Beispiel viel zu viel Schiss, das außer Hand zu geben. Eben. Ja? Ach, bist du so ein Control-Freak, ne? Ja. Ich gar nicht. Ich kann super delegieren. Du kannst... Wirklich. Ich kann sagen, bring den um am nächsten Tag. Weißt du, bring den um. Sag mir gar nicht Bescheid. Ich merk's ja. Ja. Wenn ich irgendwann merke, der ist ja jetzt bei Talk ohne Gast am anderen Ende der Leitung gar nichts los gerade. Dann weiß ich ja, der hat zugeschlagen. Ich weiß, du würdest unsere Agentin schreiben, ne? Das kann man sich doch nochmal drum kümmern, bitte. Ja. Das ist jetzt. Dann will ich mal, Rieke, kennst du da jemanden? Ja, kennst du. Ich würde das ja gerne selber machen. Ah, busy. Genau. Da muss ich hier noch. So, das würde ich, glaube ich, gerne so machen lassen. Und dann würde ich es aber so vielleicht auch aussehen lassen wie ein Unfall. Was für ein Unfall? Du bist gestolpert. Gestolpert? Ja. Ich glaube, wenn jemand stolpert und dann stirbt, das ist ja, da werden ja viele hellhörig und denken sich, das wollen wir erstmal einmal kurz untersuchen. Weil ja. Wie ist der denn jetzt gestolpert, dass der stirbt? Ja, eine Treppe runtergestolpert. Ja. Eine ganz lange Treppe runtergestolpert. Eine ganz lange, mehrfach runtergestolpert. Eine Rolltreppe, ne?
Kommt immer wieder an, immer wieder runtergestolpert. Warum ist er denn die falsche Rolltreppe runtergelaufen? Er war verwirrt, sage ich dann. Ja, das ist so ein Süßwurstmord. Ja, ich habe gemerkt, er hat in den letzten 2-3 Wochen war er ganz komisch. Hat er viele Sachen verwechselt. Vorwärts, rückwärts, links, rechts. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich trete dann als Sachverständiger auf. Auch noch, ne? Ja, im Prozess. Ja, so würde ich es machen. Ja, gibt's da, wie war das eine gute Idee? Also es gibt so einen Fall, auf jeden Fall in Amerika, The Staircase. Also, ein Rolltreppenfall? Nein, kein Rolltreppen. Nein, aber ein Fall einfach, wo die Frau am Ende dann da tot liegt. Und das Geilste ist, dass es mehrere Theorien gibt. Also der Typ hat irgendwann gesagt, er nimmt die Strafe an, sagt aber nicht, ich bin schuldig und musste dann auch deswegen quasi, gilt nicht als verurteilt, aber war dann trotzdem irgendwie eine Zeit in Haft. Und Stopp! Moment. Also der was Hergang denn? War, dass er schon, ja, ich habe ihn schon umgebracht, aber ich sage nicht wie. Und dann sagen, ja gut, dann... Nee, tschüss. Nee, es gibt so ein Deal, dass du quasi sagst, ich erkenne die Strafe an, aber ich bekenne mich nicht meiner Schuld oder so. Aber finde ich auch gut, weil ich finde, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal im Knast, es ist schon eine schöne Auszeit, ne? Oder? Dass man mal sagt, komm, 5 Jahre gar nichts, ganz geregelter Ablauf, Tagesablauf, schön auch irgendwie. Ja, falls ihr uns gerade im Gefängnis hört, das war Spaß. Ganz Grüße gehen raus an Tegel. Wir sehen uns bald in der Kneipe. Ja, auf jeden Fall gibt es verschiedene Theorien, was passiert ist. Mhm. Interessanterweise war eine Frau in seinem Umfeld, ich weiß nicht, ob es jetzt die Ex-Frau war oder so, die ist vorher auf ähnliche Weise zu Tode gekommen. Und es gibt tatsächlich VerfechterInnen der Theorie, dass eine Eule daran schuld war. Eine Eule. Dass eine Eule da reingeflogen ist. Klassische Mördereule. Bitte? Wirklich? Klassische Mördereule. Ja. Dass eine Eule reingeflogen ist und die sich irgendwie in ihren Haaren verfangen hat und die am Ende daran schuld ist, dass das Blut auch überall... Ja, klar. Ja. Wow. Und dann gab es da Sachverständige vor Gericht, die gesagt haben, ja, ja klar, das war so. Das war die klassische Eule. Die werden ja dann von der Verteidigung vorgeladen, ja. Wie viele Menschen, wie viele Morde werden nicht aufgeklärt? Wie viel Prozent? Weißt du das ungefähr? Die Aufklärungsrate ist extrem hoch. Also Also 95%. Oder 95%. Mhm. Also man muss sich da sehr viel Mühe geben. Ja. Kannst du aufhören, so komisch dabei zu gucken, während du so Fragen stellst? Ich bin nicht aus diesem Holz geschnitzt, Moritz. Mir wird beim Wirklich? Da sind wir ja alle überrascht davon. Ja. Nein, wir haben dich ja alle für den perfekten Mörder gehalten. Man denkt's nicht. Na, mit einem Lächeln präsentiere ich das hier, aber... wenn dann der Mond untergeht, wollte ich gerade sagen. Das stimmt ja gar nicht. Naja. Ich finde aber, du hast auf jeden Fall schon mal das perfekte Outfit an dafür, weil ich stelle mir das jetzt natürlich vor, dass dann doch irgendwie der Verdacht auf dich kommt, wie die Boulevardpresse über dich reden würde und welche Fotos die abdrucken würde. Ja? Ja. Und da würde sich so ein Anzug natürlich schon mal super machen, das macht was her optisch und wir bräuchten natürlich noch einen Namen. Ne? Du siehst so richtig aus nach Honker, muss man mal sagen. Aber Moment mal, aber ich bin ja dann hoffentlich der Clowns-Comedian. Ja, ja, der Clowns-Mörder meinst du? Der Clowns-Mörder. Du, der Clowns-Comedian bist du jetzt. Nee. Der lustige Comedian ist ja. Der lustige Todmacher. Der lustige Todmacher, genau. Ja. Der Stand-Downer. Der böse Clown. Der Clown, ja, irgendwie so. Oder irgendwas mit Till, Kill. Kill Reiners. Kill Till. Kill Reiners hat wieder zugeschlagen. Ja, sicher. Guck mal, das gefällt. Und du erstickst ihn mit Polyester. Waterboarding bis zum Tod in dem Schweiß, den du den ganzen Tag gesammelt hast in den Polyesterbeinen da, die du davor. Ja, das ist doch genial. Das machen wir doch. Wie, das machen wir? Ich mach das du an dir, machst, du machst das. Sonst hängen wir ihm was an. Nee, ich schreibe das Buch darüber. Du machst das dann quasi, du machst da so einen Podcast, den man sich angucken kann im Fernsehen. Ach genau. Aber und dann machen wir alle unser Geld damit. Ey, eine letzte Frage und die meine ich jetzt ganz ernst. Ja. Weil bei dem, also es gibt ja jetzt einfach so einen Hype über MörderInnen, ja, und meistens sind es ja Mörder. Und hast du Angst oder hast du das Gefühl oder gibt es da vielleicht schon Untersuchungen zu, dass Leute das nur machen, um berühmt zu werden mittlerweile? Nee. Okay. Gut, dann war's das für heute mit Talk ohne Gast. Wir machen einen großen Applaus für Paulina Glaser. Vielen lieben Dank. Hallo, Moritz Neumeier, was du wieder rein hast. Scheiße, Moritz Neumeier. Wieder ein. Tschüss und bis dann. Das ist eine Produktion des RBB.